Servus Clubfans und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres. Club Couch, heute zu Gast ist unser Sportvorstand Dieter Hecking. Ja, Herr Hecking, hallo. Wie geht's Ihnen und haben Sie schon mal vorbeigeschaut bei der Club Couch? Ich habe es dir gerade gesagt, ja, dass ich da, was Social Media angeht, nicht so unterwegs bin. Ich glaube, es tut mir auch ganz gut, da ein bisschen Abstand zu haben. Und wie geht's Ihnen sonst? Ja, so weit, so gut. Gestern Abend das letzte Spiel noch mal so ein bisschen verarbeitet. Hatte familiären Anschluss gestern Abend, war ein bisschen unterwegs in Nürnberg. Also ein kleines Köpfchen heute Morgen, aber ansonsten geht's. Sie haben es gerade schon angesprochen, gegen HSV, eher wahrscheinlich ein blöder Jahresabschluss, oder? Für das Jahr gesehen. Ja, wir hätten uns natürlich gerne was anderes gewünscht. Ich glaube, der Spielverlauf hätte es auch hergegeben, dass wir nicht mit einer Niederlage in die Weihnachtspause gehen. Ich glaube, dass die Mannschaft nochmal alles versucht hat, um den HSV zu schlagen. Wir hatten die Möglichkeit, ich glaube, wenn wir in Führung gehen, das habe ich oben auf der Tribüne auch gesagt, wenn wir das erste Tor schießen, werden wir als Sieger vom Platz gehen. Leider hat man dann auch gesehen, die neue Qualität vom HSV in der Form vor allen Dingen vom 1-0 und auch vom 2-0, die beiden Tore, die waren natürlich schon extra klasse für die zweite Liga und ja, daran müssen wir arbeiten. Genau, Clubfans, wir wollen heute einen kleinen Saison- oder beziehungsweise Jahresrückblick machen auf das Jahr 2023, deswegen blicken wir mal zurück. Am Anfang des Jahres war Markus Weinz hier auf der Trainerbank. Danach haben Sie ja auf der Trainerbank übernommen, Ihr Comeback gegeben. Ja, wie haben Sie vielleicht damals die Zeit erlebt und auch wahrgenommen? Ja, es war eine sehr intensive Zeit, weil es war natürlich eigentlich nicht mehr gewollt, dass ich nochmal auf die Trainerbank gehe. Aber leider mussten wir nochmal reagieren, was eigentlich auch sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz, die Zeit war sehr intensiv, ne? Kann man sich vorstellen. Beide Jobs, Sportvorstand und Cheftrainer. Dann natürlich auch mit dem Druck, der auf dem Kessel war, mit dem möglich den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, und wenn man dann auch noch als Vorstand weiß, wie die Gesamtsituation aussieht, dann war enormer Druck auf dem Kessel. Wir haben es am Ende gelöst. Da war ich sehr froh drum, ganz klar. Ein Abschluss in die dritte Liga mussten wir auf jeden Fall verhindern. Da muss ich echt sagen, ein Riesenkompliment damals auch an den Trainerstab, der mit mir zusammen das gemacht hat, aber auch an die Mannschaft, dass sie auch dem dritten Trainer in der Saison, das ist nicht immer ganz einfach für die Spieler, drei unterschiedliche Auffassungen vom Fußball, Robert am Anfang, Markus zwischendrin, ich dann am Ende. Das ist sicherlich für die Spieler auch keine einfache Situation. Ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung natürlich, sich immer wieder auf was Neues einzustellen. Wir haben versucht, den Spielstil wieder ein bisschen zu verändern. Und ja, am Ende waren wir halt froh, als wir dann in Paderborn 1-0 gewonnen haben. Wobei das schon im Spiel sich so ein bisschen die Anspannung löste, weil man das Ergebnis aus Magdeburg kannte. Aber nichtsdestotrotz, die damals mit einer ganz, ganz jungen Mannschaft dieses finale Spiel zu spielen, ein bisschen Bauchschmerzen hatten wir schon. Aber wir haben es gelöst und da hat man schon gesehen, dass auf unsere Jungen sehr viel Verlass ist. Ja, was glauben Sie, war vielleicht einer der Gründe, dass man bis zum letzten Spieltag darauf warten musste, dass der Klassenerhalt geschafft ist? Ja, ich meine, wir waren ja nie so in der, weil erstmal die anderen Mannschaften, war klar, dass die auch punkten werden. Es war immer so ein Spieltag, wo du wusstest, die anderen da unten können auch punkten. Ich glaube, wir hatten unser Matchball gegen Kaiserslautern, um das Ding frühzeitig zu beenden, wo wir 3-1 führen, bis in den Nachspielzeiten dann noch 3-3 spielen. Ich glaube, das waren zwei ärgerliche Punkte. Hätten wir die zu dem damaligen Zeitpunkt gehabt, dann wäre vieles entspannter gewesen. Das war, glaube ich, 3-4 Spieltage vor Abschluss der Rückrunde. Aber gut, wir haben es spannend gemacht. Der Clubfan würde sagen, gehört dazu. Also für alle Clubfans, wir wollten es so. Ja, danach haben Sie sich ja für Christian Fell als Trainer entschieden. Die Hinrunde ist jetzt vorbei. Wie sehen Sie jetzt die Entwicklung der Mannschaft und auch von Fiello? Ja, erstmal glaube ich, kann man wirklich sagen, dass die Mannschaft eine fußballerische Entwicklung genommen hat, wo wir vielleicht in dem letzten Drittel der letzten Saison schon mit angefangen haben. Fiello hat es jetzt natürlich auf seine Art auch nochmal verfeinert, jetzt wo er allein verantwortlich ist für die Mannschaft. Ich glaube, dass die Mannschaft wirklich jedem Mitglied und jedem Fan das Gefühl gibt, sie geben immer alles. Dass da auch nochmal eine kleine Delle drin war mit den Spielen Karlsruhe, Düsseldorf und auch leider dem Pokalspiel in Kaiserslautern. Ich glaube, das gehört irgendwo auch ein Stück weit zu einer Entwicklung. Nichtsdestotrotz können wir mit dem Ablauf der Vorrunde, denke ich, einverstanden sein. Ich glaube, dass wir ein bisschen zu viel Gegentore haben. Ja, da könnte man sicherlich deutlich weniger bekommen. Auch die eine andere Großchance haben wir liegen lassen. Also das Verhältnis stimmt nicht ganz positiv. Aber letztendlich, glaube ich, müssen wir darin für die Rückrunde den Ansatz sehen. Zu Fiello selbst, ich glaube, wer ihn erlebt in der täglichen Arbeit, man sieht einen sehr leidenschaftlichen Trainer, der mit viel, viel Engagement, mit sehr viel Akribie versucht, die Mannschaft immer wieder auf das höchste Level, maximal höchste Level zu bekommen. Ja. Ich glaube, er kommt mit seiner ganzen Art auch im Umfeld beim Club sehr gut an. Er hat ein gutes Zusammenspiel mit den Medien, was auch nicht ganz unwichtig ist als Cheftrainer. Also ich glaube, das Rundumpaket von Christian hat zumindest meinen Vorstellungen bislang voll entsprochen.
Ich glaube, das können viele Clubfans auf jeden Fall auch unterschreiben. Wir springen jetzt einmal ganz kurz zurück in den Sommer. Und zwar sind da unsere Clubfans aufgestiegen. Ja, was bedeutet das vielleicht für die ganze Stadt und auch für den Verein? Nochmal rückblickend jetzt. Ja, also erstmal war es ja die Jahreshauptversammlung 2022, wo wir sie wieder eingegliedert haben. Damals war noch gar nicht abzusehen, dass es so ein Happy End geben würde im Sommer. Nichtsdestotrotz haben die Frauen natürlich etwas vorgelebt, dieser unbedingte Wille, diese bedingungslose Motivation, aus dieser zweiten Liga in die Bundesliga aufzusteigen. Und dass es dann mit dem Heimsieg gegen Hoffenheim am letzten Spieltag auch vollzogen wurde. Ich glaube, auf dem Max-Morlock-Platz über 3000 Zuschauer da gewesen, die das miterlebt haben. Das zeigt schon, dass Frauenfußball in Nürnberg eine Zukunft haben kann. Wir wussten mit dem vollzogenen Aufstieg, dass sehr viel Arbeit auf uns zukommt. Raus aus dem Ehrenamt, rein in die Hauptamtlichkeit. Wir mussten Personalien neu bestücken, die hauptamtlich jetzt für die Frauen unterwegs sind. Aber ich sehe die Frauenabteilung bei Osman in sehr, sehr guten Händen. Osman Cankaya, Thomas Ostendorp als neuer Trainer. Ich glaube, das musste man auch so ein bisschen das Gefühl für kriegen, wie ist diese erste Bundesliga der Frauen. Vielleicht am Anfang, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann hat man noch relativ schnell gemerkt, dass man erstmal ein bisschen Nachholbedarf hat. Aber die letzten Spiele stimmen mich zuversichtlich. Das muss ich wirklich sagen. Auch das Spiel in Leipzig gerade, was vielleicht der unmittelbare Konkurrent sein wird am Ende, ob wir in der Klasse bleiben oder nicht. Waren wir die bessere Mannschaft. Und da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Und wie gesagt, die Rückrunde beginnt ja noch nicht mit dem nächsten Spieltag, sondern da ist dann der MSV Duisburg oder Duisburg unser Gegner. Und das ist natürlich ein richtungsweisendes Spiel. Sollten wir da 3 Punkte einfahren, ich glaube, dann haben wir alle Chancen und berechtigte Chancen vor allen Dingen auch, die Klasse zu halten. Ja, jetzt ist ja erstmal Winterpause. Sollte man sich als Clubfan auf viele Transfers einstellen oder eher weniger? Winterzeit ist ja nochmal ein Transferfenster. Ich glaube, wir haben schon einen ordentlichen Kader. Ja, man muss auch immer abwägen, was möchte der Trainer noch, was sind unsere Vorstellungen, was sind die Vorstellungen von einzelnen Spielern, die bei uns unter Vertrag stehen, aber auch Spieler, die extern sind. Natürlich ist es Aufgabe von Olaf Rebbe, da sehr, sehr nah am Ziel zu arbeiten oder am Kader zu arbeiten. Das ist, glaube ich, die bessere Formulierung. Er ist da sehr, sehr prägnant und auch sehr akribisch in seiner Arbeit. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler, der nicht irgendwo auf den Markt kommen könnte im Dezember, den er nicht kennt. Ja, wir müssen aber abwägen, ist es sportlich sinnvoll, ist es finanziell sinnvoll, Zugänge zu holen. Letztendlich geht es darum aber auch, wir haben vielleicht noch den einen oder anderen Spieler für zu viel im Kader, ob sich da etwas tut. Ich glaube, der eine oder andere wird sich auch Gedanken machen, die nicht so viele Spieleinsatzzeiten bekommen haben jetzt in der Vorrunde, ob vielleicht eine Luftveränderung ihnen auch gut tut. Also das ist das typische Transferfenster im Winter. Es wird könnte ein bisschen nachjustiert werden. Spieler machen sich Gedanken, wir machen uns Gedanken. Der wichtigste ist der Trainer. Der muss uns ein Signal geben, was er getan hat, wo er sich vielleicht eine Verstärkung noch wünschen würde. Wir versuchen das umzusetzen. Nur kann ich aber auch sagen, wenn wir nicht zu 100% überzeugt sind, dass das wirklich einen Mehrwert für den 1. FC Nürnberg hat, dann werden wir sicherlich im Winter eher verhalten reagieren auf den Transfermarkt. Okay, ja, wir haben ja die Winterpause in England wieder durchgespielt. Was wäre Ihnen lieber, eher durchspielen oder doch die Winterpause? Also ich bin Freund der Winterpause, weil es doch mal so ein kleines Break ist, mal ein bisschen innezuhalten, mal sich ein bisschen der Familie zu widmen, das ist ja doch sehr zeitintensiv. Wir sind sehr viel unterwegs und so die 2 Wochen, das geht ja relativ schnell, schon wieder am 2. Januar steht die Mannschaft schon wieder auf dem Platz, das ist ja nicht so viel Zeit. Aber ich glaube, in Deutschland tut man gut daran, an dieser Winterpause nicht zu rütteln. Ich glaube, alle kommen ein bisschen zur Ruhe in dem aufgeregten Geschäft und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Ruhephase. Wunderbar. Die Clubfans sehen ja das Video jetzt hier zwischen Weihnachten und Silvester. Jetzt die Frage an Sie, wo feiern Sie Silvester? Wird es eine große Party zu Hause oder eher im kleineren Rahmen? Nein, also wir fahren schon seit zig Jahren nach Norwegen zum Skifahren. Also am 2. Weihnachtstag wird der Tross Hecking Richtung Norwegen aufbrechen. Wir werden da ein bisschen länger Urlaub machen. Ich habe im Sommer sehr wenig Urlaub gehabt. Ich brauche jetzt mal ein bisschen länger, zumindest mal eine Woche länger als die Mannschaft. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wir sind 10 Tage, also hoffentlich im Norwegen mit viel Schnee. Ski-Alpin werden wir machen und dann dementsprechend auch Silvester mit Freunden feiern, die ebenfalls oben zum gleichen Zeitpunkt sind. Und das ist so ja, unsere Tradition, wie wir mittlerweile Silvester feiern, meistens in Norwegen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Das war jetzt erstmal mit dem Jahresrückblick, aber Clubfans, ihr wisst, was jetzt noch kommt, und zwar unser Spiel. So, Sie haben 19 Sekunden Zeit für 3 Oberbegriffe mal 19 Sekunden. Sind Sie bereit? Bin gespannt, ja. Okay, gut. Erstens, nennen Sie mir deutsche Städte über 300.000 Einwohner. Berlin, Frankfurt, Hamburg, Essen, Düsseldorf,
München. Geht schon los. Hamburg haben wir gesagt, ne? Düsseldorf. Steht mal hier von Ochsenberge, ne? Nürnberg. Zweite Frage. Nennen Sie mir Spieler aus Deutschlands WM-Kader 2014. Boah. Neuer, Schweinsteiger, Podolski, Götze, Schürrle, Draxler, Groß, Lahm. Wer war denn Innenverteidigung? Oh. Hummels. Jerome. Boateng. Okay. Die dritte und letzte Kategorie ist, nennen Sie mir FCN-Spieler, die im Kader waren, als Sie das erste Mal Trainer waren, 2009, 2010. Marot. Schäfer. Pinola. Jutt. Gündogan. Ottl, Breno. Mintal. Eichler. Eieiei. Ja, Herr King, ich glaube, es war jetzt ein oberer Mittelfeldplatz. Wie hat es Ihnen gefallen auf der Club-Couch? Ja, ihr habt mich ganz schön gefordert nochmal am letzten Arbeitstag. Aber natürlich, ich glaube, es ist ein sehr schönes Format und macht weiter so. Und an dieser Stelle auch allen Fans, allen Mitgliedern, natürlich unseren ganzen Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und dann in 2024 hoffentlich noch ein paar Siege mehr. So machen wir das. Also Clubfans, Servus und bis ins nächste Jahr. Servus.